So, Bubis, ich wurde angeschrieben, wir sollen mal unseren Grundschritt zeigen. Es ist so, es gibt keinen fixen Grundschritt im Boogie, aber es gibt Eckpunkte. Die Eckpunkte sind, wir haben immer einen Six-Count, das heißt, wir haben 6 Schläge für einen Grundschritt. Und wir haben eine Betonung auf die Geraden, also auf den Offbeat, auf die 2 und auf die 4. Der Schritt, der jetzt bei mir angefragt wurde, ist ein runder 8er Grundschritt. Wir starten mit Schritt, Schritt und haben jetzt Wechselschritte. Wechselschritt, Wechselschritt, Schritt, Schritt. Eckpunkte. Die Betonung ist immer auf dem Schritt. Rück, vor, 1 und 2, 3 und 4. Schritt, Schritt. Bam, tja, bam, 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 bam. Ihr könnt ein bisschen vor und zurück gehen während dem Kommschritt. Hüfte. Wir lassen die Hüfte einfach frei. Wir bewegen sie nicht zwanghaft. Aber wenn ich stehe, dann geht die Hüfte an dem Bein, wo ich stehe, ein bisschen nach außen. Die Damen können es stärker machen, die können tatsächlich richtig hier die Hüfte loslassen, aber nicht mit Gewalt. Wir tanzen kein Latein. Wir zeigen es vielleicht mal von der Seite, was auch wichtig ist, dass die Füße schön abrollen. Nämlich wir haben hier im Grundschritt eine gleiche Kniebewegung. Vom Rhythmus, es sind keine Triolen, sondern es ist ein tenärer Rhythmus. Also so ein bisschen wie ein Shuffle. Bam, tja, bam, 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 bam. Gleich abrollen. Eine Variante wird viel noch gemacht, statt dem Rückvor, ein Kickball-Change gesetzt. Damit wäre dann diese Achter-Variante auch rund. Kickball-Change ist ein Tap zum Boden und ein Wechsel. Also statt Schritt, Schritt machen wir Wechselschritt. Wir bauen den ein und starten mit Wechselschritt. 3, Wechselschritt. Kickball-Change. Kickball-Change. So, wenn ihr jetzt schön tief steht mit den Beinen, Hüfte locker lässt, dann wird der schön rund. Es gibt auch die Variante, etwas zur Seite zu tanzen. Aber schaut euch die großen Tänzer an, es gibt jede Menge Videos auf YouTube. Aber so habt ihr mal einen Grundbegriff, wie ihr mit dem Achtergrundschritt im Boogie umgehen könnt. Viel Spaß beim Üben.